Never had a brain for trees. Slush puppy kids swap brain for freeze. ES the game changer. I change degrees. Cause a blizzard. Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen YouTube bei eurem MH26105 zu einer weiteren Folge Assassin's Creed 3. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal. Können wir schnelle Reise zum Hafenmeister machen? Dann machen wir mal eine schnelle Reise zum Hafenmeister. Ich will mal gucken, ob es noch ein paar Schiffsmissionen gibt. Falls es keine mehr gibt, dann werden wir natürlich die Hauptmission weitermachen, beziehungsweise werden wir gucken, was noch so zu erledigen ist bei einer Nebenmission oder so. So, Davenport Siedlung, wunderschön. Hier ist der Hafenmeister. Und oh, es gibt sogar noch ein paar. Also machen wir erstmal die Schiffsmission. Bedels Versteck werden wir natürlich als allererstes machen. Die Schiffsmission, bevor wir dann übergehen zur Hauptmission und da weitere Sachen entdecken. Ich glaube, wir sind jetzt in Sequenz 10. Ne? Wir sind noch zwei Sequenzen vor Finale, beziehungsweise vor Ende des Spiels. Karibische See, 1778. Irgendwas, Captain? Nördlich von hier. So, setzen wir mal volles Segel hier. Gefechtsrollen! Gefechtsrollen! Kampfstationen! Das Wiesel vor. Notanker luftwärts, Captain. Kannst sicher sein, dass er noch was im Ärmel hat. Warten! Feuer! Erwarte Befehle. Hold the Segel ein! Die Wand halt und die Segel ein!
runter! Warum denn desynchronisiert, verdammte Scheiße? Weil mein Schiff... Alter, da könnte ich auch schon wieder ausrasten, Alter. Diese Drecksmission. Mann. Gefechtsstation, Position einnehmen. Alle auf Gefechtsstation. Geschosse laden. So, ran an die Buletten. Auf geht's!
vielleicht belohnen, wenn ich ihn von dir befreie. Was? What the fuck? Wie? Ne. Ne. Das glaube ich jetzt nicht. Wie schnell hat er mich denn umgebracht? Ist er des Wahnsinns? Das ist nicht sein Ernst. Ach ja, auf. Ja, auf. Jawohl. Auf die Waffel gibt's. Jawohl, easy. Ganz easy. Deine Schreckensherrschaft über die Küste ist beendet. Deshalb hast du. Weil du mich für einen Feind deiner Sache hieltest. Du bist kennenlos, weil wir alle sagen. Du brachtest unschuldigen Menschen Schmerz und Leid nur für deinen persönlichen Profit. Ich merzte Abtrünnige aus und stärkte die Patrioten. Ich wollte endlich mehr. Und die Revolution braucht einen. Und ich war der beste Mann. Der einzige Mann. Und ohne mich. Was der für ein Bullshit labert. Die totale Marine nur ein Haufen von Flößen. Trotz eurer Vision erkennt die Assassinen die Wahrheit nicht. Genug. Untergehen. Ich kann
nicht glauben, dass du die Randolph zurücklässt. Sie ist ein mächtiges Schiff, Captain. Und was wird aus Bibel? Du zeigst Gnade im Angesicht. Ich schätze, das war's dann. Etwas dramatisch, aber egal. Nur schade um das schöne Schiff. Ein Hoch auf die Männer, Captain! Dreifaches Hoch auf die Akia! Auf unseren Sieg! Hip, hip! Hurra! Hip, hip! Hurra! Hip, hip! Hurra! Alles klar, ganz easy. Beatles Versteck. Haben bestimmt nicht volle Punktzahl erreicht, da wir einmal gestorben sind. Genau, 100 von 150 Punkten. Aber egal, wir werden die nächste Schiffmission machen. Es sind nur noch 3 an der Zahl. Ich freue mich da schon ein bisschen auf Assassin's Creed Black Flag, Alter. Oh, das wird nice. Das wird mega. Das wird mega. So, wieder da interagieren. So, dann machen wir mal die. Die Seewölfe. Ganz easy. Auf halbes Segel! Segel aufnehmen! Zum Stehen! Segel frei!
So, da vorne die Schiff. Noch geschafft, Alter. Unser Schiff hat gut gelitten, ey. Das war gut knapp hier. Ho! Alter, Alter, Alter. Die Seewölfe erfolgreich gemeistert und jetzt geht's zur nächsten Schiffsmission. Ach ja, ach ja. Ich habe ja gewusst, dass es noch was gibt an Schiffsmissionen. Die müssen wir natürlich alle machen. Beziehungsweise ich möchte alle machen. Das ist für mich sehr wichtig. Weil Hauptmissionen kann man immer machen. Und so durch das Spielrasen, davon habt ihr ja dann auch nichts, wisst ihr? So, ein nächtliches Gefecht. Und dann wollen wir mal die Mission starten. Wieder kleine Ladesequenz dazwischen. Auf Position. Karibische See 1777. Zum Halten.
Alter Junge, wie viel hält denn das Boot aus? Ha! Selber gegen die Wand gefahren. Du Noob. So. Letzte Schiffsmission. Das haben wir auch erfolgreich geschafft. So schwer war das jetzt nicht. Ein nächtliches Gefecht. Das waren 5 Boote umbombe. Da waren die letzten 2 Missionen davor doch schon etwas anspruchsvoller, ne? Muss ich sagen. Das, ja, Mission beendet. Immer diese Ladesequenzen dazwischen. Wenn die nicht wären, ne, dann wäre das alles viel, viel, viel leichter, würde ich sagen. Aber viel leichter. Jetzt lad schneller. So. So, letzte Schiffsmission in dieser Sequenz. Oh, ich muss furzen. Oh, shit. Oh, karibische See 1777.